Zunächst einmal war wichtig, dass das Projekt durch die Förderung real geworden ist. Man bewegt sich und aus dieser Bewegung wird Musik erzeugt. Als wir diese Idee entwickelt haben, haben wir zufällig erfahren, dass es das MIZ gibt und dass man sich da bewerben kann mit einem Projekt. Das haben wir dann auch sofort getan. Wir wurden genommen und durften unser Projekt realisieren, haben eine Förderung gekriegt für ein Jahr mit Räumen und Technik. Da haben wir aus dieser Idee, die am Anfang nur ein Traum von uns war, haben wir ein Produkt gemacht. Eine Software. Wir sind das Projekt Interaktive Musik. Time Traveler verwandelt ihr Mobilgerät in ein Fenster in die Vergangenheit. Die App führt sie zu historischen Orten entlang des Berliner Mauerstreifens und lässt vor ihren Augen die Geschichte wieder lebendig werden. Das Prinzip ist ganz einfach. Time Traveler erkennt den Ausschnitt in ihrem Sucher und integriert historische Szenen, die sich genau hier abgespielt haben. An der Bernauer Straße wachsen die Fassaden wieder in die Höhe, die hier jahrelang als Geisterhäuser die Zonengrenze markierten. Sie können sich entweder mit der GPS-Karte oder anhand eines Fotos des Standortes orientieren. Time Traveler macht sie zum Zeitzeugen. Ich wünsche mir, dass die Menschen anfangen, lockere Events deutschlandweit zu zelebrieren und dass die App einfach ihre Nutzer, ihre Nische finden wird. Locker ist eine mobile, ortsbezogene Applikation, die mir dabei hilft, Orte in der Öffentlichkeit zu finden, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam fernzusehen. Das Besondere an Locker ist, dass ich auch selber mein eigenes Wohnzimmer anbieten kann, um Gäste zu finden für meinen Fernsehabend. Du schreibst eine kleine Beschreibung, was du dir von dem Abend erwartest, was du gerne gucken möchtest, und dann wartest du darauf, dass Leute sich bewerben um deine Plätze auf dem Sofa. Ich wurde vom MIZ über den Zeitraum von 9 Monaten gefördert. Sie haben mich gecoacht. Also alle Fragen, die während der Produktion, der Erstellung von Locker aufkamen, wurden geklärt durch die Coachings vom MIZ. Wir haben hier im MIZ Babelsberg mit der Software Klint aus einer Spiegel-TV-Fernsehdokumentation eine interaktive Webdoku gemacht. Innerhalb von 12 Wochen umgebaut, aufgebrochen, überlegt, mit multimedialen Inhalten angereichert. Mein Name ist Simon Desio und ich mache Online-Videos. Die erste und beste Late Night auf YouTube. Das Ziel von dem Projekt war das, was bisher Programmierer und Agenturen leisten, nämlich große, ansprechende Webdokumentationen zu machen, mit einem Team aus Journalisten herzustellen, die keine Programmierer sind, die keine Designer sind. Ein Radiorollenspiel ist zuallererst mal ein Live-Hörspiel im Radio, aber das ist nicht alles. Genau, nämlich die Hörer, die bei unserem Live-Hörspiel mitmachen, können live mit den Charakteren, also den Sprechern, interagieren. Da wird eine Geschichte erzählt in diesen 5 Tagen, wie bei einer Serie, und da können dann Leute mitspielen. Also Hörer können anrufen und können dann eine Rolle übernehmen, können quasi die Spielwelt und die Geschichte erforschen und dort mit den Leuten reden und Dinge tun. Wisst ihr etwas über eine bronzene Statue? Natürlich. Ich meine, also, der Bronze-Hannes ist doch hier stadtbekannt und überall im Reich bekannt. Wir haben uns beworben um die Medienprofi-Förderung. Das heißt, die ist für Leute, die schon im Berufsleben stehen, aber mal was Neues ausprobieren wollen. So, unser Budget ist 30.000 Euro gewesen, und davon hat den größten Teil mit dem Innovationszentrum Babelsberg übernommen. Und damit haben wir vor allem unsere Arbeitszeit finanziert. 4531kilometer.eu war zum einen eine Nightliner-Busreise durch Osteuropa, die wir begleitet haben mit einem Social-Media-Plugin, was wir in dem Rahmen der Projektförderung haben entwickeln lassen. Das ist ein WordPress-Plugin, was sich darauf fokussiert, Social-Media-Content von den Reisenden zusammenzusammeln. Das hat sich sehr, sehr gelohnt, weil wir eben es hinbekommen haben, so viele spannende Leute zu treffen auf der Tour, so viele Orte, politische Sachen, kulturelle Sachen. Was gibt es für Austauschformate, die man machen kann? Wie kann man gemeinsam unterwegs sein mit den ganzen Städten, verschiedenen Stationen, verschiedenen Feldern, die wir uns angeschaut haben? Ja, wir haben Förderung für Medienprofi bekommen. Wir konnten damit das Plugin finanzieren, sodass wir also uns mehr auf die Inhalt- und Content-Arbeit halt konzentrieren konnten. Das ist auf jeden Fall ein geniales Tool.
Marco Delpa und ich wurden gefördert als Medienprofis beim MIZ Babelsberg. Es entstand dabei eine Scroll-Doku, eine lineare Erzählung. Unter diesem Dorf befindet sich unglaublich viel Braunkohle, die sehr wertvoll ist. Und die Pläne sind, dieses Dorf abzubaggern. Wir wollten zeigen, dass es möglich ist, mit relativ geringen Mitteln eine Dokumentation zu machen, die wir so aufgebaut haben, dass wir in der Zukunft anfangen, beziehungsweise die Geschichte zurückscrollt. Das MIZ ist mehr als ein Förderer im klassischen Sinne, weil das ist wirklich ein Partner gewesen. Wir haben da wirklich experimentieren können. Durch das MIZ sind wir zu einem ganz anderen Publikum gekommen. Das war sehr hilfreich, auch das Projekt anderen Leuten zu zeigen, andere Einschätzungen zu bekommen. Da wird das Projekt einfach besser durch. Was für uns auch wirklich gut war, war einfach der Staff. Und es ist natürlich nochmal eine große Unterstützung für ein Projekt, nochmal so Liebe zu bekommen.